die wilde Westküste Mexikos. Hier steht das traumhafte Paradise Hotel. Die Gäste? Flirty Singles, die einchecken, um das große Geld oder die große Liebe zu finden. Es geht um 20.000 Euro. Um im Spiel zu bleiben, braucht man einen Partner. Niemand ist sicher. Wer allein bleibt und keinen Partner findet, der fliegt. Welche Liebe ist echt? Ja, ich habe Schmetterlinge im Bauch. Also es ist voll krass. Wer spielt ein falsches Spiel? Ich schelle dir eine, wenn du mich anfasst. Ich schelle dir heute echt noch eine. Wer nur feiert, ist in Gefahr. Oh, ey, was machst du? Was machst du, ey? Ja, und damit herzlich willkommen im Paradise Hotel. Direkt aus der RTL-Reality-Hölle. Wo man Titten zeigen, saufen, rumbrüllen und Rudelbumsen für Romantik hält. Willkommen im Paradies. Denn was geschieht, wenn man 11 vollkommen unbekannte Menschendarsteller zusammen mit genügend Alkohol in eine tropische Traumvilla einpfercht? Genau. Es bilden sich 5 Liebespaare fürs Leben. Aber einer bleibt über, nämlich der Gewinner, der als Verlierer ausziehen muss und somit vielleicht von Genitalherpes, ungewollten Schwangerschaften und Auftritten in noch peinlicheren Folgeformaten verschont bleibt. Wir treffen hier übrigens auf eine erfrischend unsympathische neue Gattung moderner, medienaffiner, junger Erwachsener der Neuzeit, genannt Generation Horst. Abkürzung für Hackedoof, oberflächlich, rasiert, selbstbewusst und tätowiert. Aufgeteilt in debil grinsende, vom Sack bis zur Murmel, gleitfähig glatt rasierte Muskelberg-Machos und maschinell durchoperierte Mega-Mops-Pornopuppen. Allesamt versehen mit blau eingespritzten Ganzkörperkrickeleien aus dem Tattoo-nach-Zahlen-Malbuch für kunstbehinderte Symbolschmierfinken und ausgestattet mit einem unbegründet überbordenden Selbstbewusstsein, das in reziprokem Verhältnis zu den jeweils bodenhohen IQ-Werten steht. Aber was soll's, hä? Für ein bisschen Ficky-Ficky zum Kennenlernen sollte das doch reichen, wenn man sie zusammen in ein Schlafzimmer sperrt, oder? Warum lachst du? Also, erzähl mir. Stellst einfach 2 Menschen in ein Bett zusammen, weißt du? Ja. Das kannst du nicht machen? Warum? Wie? Hä? Ich versteh's nicht. Also ich lasse einen Löwen aus dem Käfig. Ich muss zubeißen. Wir reden zu viel, glaube ich. Nein, ich will aber nichts anderes machen. Was? Ja, ich will schlafen. Nein. Ich verstehe das nicht. Ich hab gelacht. Mich ausgezogen. Noch mehr gelacht. Mit Zähne. Ich sah super aus. Hab noch mal gelacht. Mehr Löwe geht doch nicht, hä? da hat bisher noch keine Nein gesagt. Allerdings, ja, auch noch nicht. Also was willst du, dass ich mache? Willst du, dass ich jetzt auf meine Seite liege und nichts mache? Nichts, ja. Oder dich angreife? Das geht gar nicht, oh Gott. Nicht angreifen. Ich hab so Heißhunger und will reinbeißen. Ich schwör, ich gebe gleich auf. Wenn ich aufgebe, dann hast du keine Chance mehr. Dann gehe ich auf meine Seite. Dann gehe ich auf meine Seite und dann hab ich satt. Okay? Okay, dann geh auf deine Seite. Puh, ist nicht gut für mich. Ja? Willst du es wirklich? Ja. Ich geh auf meine Seite, ich komm nicht mehr zurück. Jacqueline verpasst was sehr, sehr Schönes.
Also, okay. Ich gebe dir noch eine Chance. Was? Okay. Also, dass ich noch weiter angreife. Nein, danke. Ja. Sonst drehe ich mich weg. Ja? Für immer. Ja? Wie die DDR damals. So, zack. Mauer, weg bin ich. Endgültig. Ja? Ja, gut. Bist du das wirklich? Ja? Letzte Chance. Ja. Danke fürs Angebot, aber bitte dreh dich weg. Weg. Einfach weg. Jetzt echt jetzt? Ja. Nee. Nee, du machst. Du machst einen Witz. Nein. Das ist versteckte Kamera hier. Naja, ich meine, du willst es doch auch. Was will ich auch? Dass ich angreife. So, genital. Untenrum. Nein. Ich will nur, dass du mich jetzt in Ruhe lässt. In Ruhe. Okay? Gut. Verstehe. In Ruhe lassen im Sinne von weiter angreifen. Nein. Und dann... Nein. In Ruhe lassen. Im Sinne von mich in Ruhe lassen, einfach. Oh, verstehst du? Wow. Du so, bist gut. Bitchy. Du bist bitchy. Du bist eine harte Nuss. Ja, ich verstehe. Aber ich kann dich knacken. Was? Ich kann dich knacken. Ich weiß, was du fühlst. Ich fühle das. Ja, dass du mich nämlich in Ruhe lassen sollst, ja? Also, wie ich es schon sagte. Okay. In Ruhe lassen. Okay. Aber du weißt schon, du verpasst etwas sehr, sehr Kurzes, Schnelles, Schönes. Ja. Für mich, ja. Schade. Ich meine, schau mich an. Ich meine, findest du mich doch schon sexy, oder? Nein! Einfach nur nein! Ich finde dich nicht sexy, sondern arrogant, abartig, dumm und absolut abstoßend. Komplett, okay? Oh. Verstehst du? So. Wow. Ja. Ja. Hey, jetzt verstehe ich. Hey, du bist verliebt. Was? Du bist verknallt. Aber du redest zu viel. Du redest zu viel. Echt, also. Wow, du bist so schüchtern. Nein. Dein Mund sagt nein, aber dein Körper, der will angegriffen werden, weißt du? Jetzt hör mir mal zu, du ungewaschener Ziegenbock. Bist du wirklich so dämlich und tust du nur so, hä? Noch ein Wort von dir und ich kotze von hier bis Panama. Mich verpiss dich, du Vollidiot. Ja. Sehr gut. Ey, alles verstanden, ja? Hoffentlich. Ich bin ja nicht doof, ey. Einmal sagen reicht doch. Ich hab's kapiert, aber ey, sorry, Baby. Echt, ich will noch nicht heiraten, ehrlich. Nein. Aber fick mir okay für mich. Fast hätte er mich rumgekriegt. Jermaine. Warum hast du Angst vor starken Frauen? Ich habe nicht Angst vor starken Frauen, aber ich mag jetzt nicht Frauen, die so versuchen, irgendwie den Typen so runterzumachen. Weil ich meine, der Mann sollte immer der Mann bleiben und er sollte auch so das Alpha-Tier sein. Deswegen. Man sollte trotzdem auf Augenhöhe mit seiner Partnerin stehen? Oder ja, natürlich. Ein bisschen übergeordnet. Ja, eine Frau sollte auf jeden Fall gehorchen, aber man ist natürlich immer auf Augenhöhe. Ne? Man ist immer auf Augenhöhe. Wie ein Hund, ey. Die Frau und Mann sollte auf gleichen Augenhöhe sein, ganz, ganz klar, gleichen Level. Aber ich finde, man sollte sich schon irgendwo unterordnen in einer Beziehung, als Frau irgendwo. Ne? Eine Frau sollte nicht zu dominant sein, genau so soll das sein. Meinst du jetzt im Bett?
Im Bett, das ist eine ganz andere Geschichte. Sehr dominante Frauen macht keinen Spaß, außer man steht da drauf. Der Mann hat immer die Führung, sollte auch immer die Führung behalten, ne? Ja, genau. So sieht das aus. Ja. Ich glaube, ich weiß wirklich, wie er das meint. Und ich finde auch, er hat tatsächlich ein bisschen recht. Also jetzt noch mal. Du meinst also wirklich, der Mann sollte bestimmen und die Frau sollte nur gehorchen? Verstehe ich das richtig so? Nein. Ja, doch schon. Also jetzt nicht im Bett oder beim Putzen, ne? Da kann die Frau sich auch schon mal ausleben Alltag. Ne? Aber sonst gehört sich das schon. Ja, also, dass der Mann zeigt, wo er steht. Ja, eben. Also auf Augenhöhe. Auf Augenhöhe. Auf Augenhöhe. Auf Augenhöhe. Aber halt höher. Ja, also ja, genau. Also ich glaube, was er meint ist, die Frau sollte schon immer gehorchen, ja, aber natürlich nicht immer, ja, sondern nur manchmal immer, aber schon immer, wenn der Mann ihr was sagt, ne, also so rum. Moment, also nein, sagt man, das kann doch alles nicht euer Ernst sein, oder? Ihr habt ja Ansichten wie aus dem 18. Jahrhundert, das ist doch... Nein. Also nur was Frauen angeht vielleicht. Ja, eben, ja. Und es war ja auch, sag ich mal jetzt, nicht alles schlecht damals. Ja, das sind ja auch so Naturgesetze aus diesem Bibelbuch und von Gott und so. Ein Mann sollte immer auf dem gleichen Level sein wie die Frau. Ja. Nur halt höher stehen. Auf einem Hocker oder so vielleicht. So, ne? Das stimmt. Weil dominante Frauen, ne, die jetzt, also sag ich mal, selber denken und sprechen und so. Die machen keinen Spaß, wenn die klüger sind. Und ja, aber das lässt sich ja wohl kaum verhindern. Ne? Ich meine, eine, die noch blöder ist als du, wird man ja wohl kaum finden. Ne? Also die Frau sollte gleichberechtigt sein, aber halt untergeordnet. Ja. Auf Augenhöhe, aber mehr so unten, auf Hodenhöhe. Ja, nee, ja? Und ich sag mal, die muss auch nicht dumm sein, ja? Also wenn sie jetzt große Dinger hat, ne, sag ich mal, dann kann sie auch klug sein, ja? Aber dann vielleicht eben stumm oder sowas, ne? Ja, also, unterordnen auf Augenhöhe und selbstbewusst dem Mann gehorchen. Das sollte die Frau. So, ja? Ganz einfach. Also auch schon mal sagen, was sie denkt und was sie will, aber vielleicht eben nicht ihrem Mann, ne? Nee. Sondern einer Freundin oder so. Ja, okay. Ich glaube, ich werde lesbisch, wirklich. Naja, also das sollte aber eigentlich auch der Mann entscheiden, oder? Auf jeden. Also ich würde meiner Frau das nur erlauben, wenn sie ihre Freundin dann auch ins Bett mitbringt, ne? Oder so, weißt du? Weil sonst hab ich ja gar nichts davon. Als Mann meine ich jetzt, oder? Oh Gott! siehst du? Genau das meinte ich, ne? Also irgendwie. Dominante Frauen machen einfach keinen Spaß, ey. Nee.